Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie aus Lancet Rheumatology vor Interleukin-1-Blockade mit einer hochdosierten Gabe von Anakinra in Patienten mit Covid-19. Eine hochdosierte intravenöse Behandlung mit dem Interleukin-1-Rezeptor-Antagonisten Anakinra hat in einer Behandlungsserie in Lancet einen Zytokinsturm bei Patienten mit Covid-19 deutlich abgeschwächt. Ob dies für die besseren Behandlungsergebnisse verantwortlich ist, soll jetzt in einer randomisierten Studie untersucht werden. Bei einigen Patienten mit Covid-19 kommt es zu einem starken Anstieg der Entzündungsparameter. Das CRP kann auf über 100 mg pro Liter, Normalwert unter 6 mg pro Liter und das Ferritin auf über 900 nanogramm pro Liter, Normalwert 30 bis 400 nanogramm pro Milliliter ansteigen. Von anderen Erkrankungen ist bekannt, dass ein solcher Zytokin-Sturm, Release Syndrom für die Patienten lebensgefährlich ist. Bei der KT-Zelltherapie hat sie eine Behandlung mit dem Interleukin-1-Rezeptor-Antagonisten Anakinra bewährt. Mediziner an der Klinik San Rafael in Mailand haben die Behandlung jetzt an Patienten mit Covid-19 erprobt, bei denen ein cytokin release syndrom diagnostiziert wurde. Die ersten sieben Patienten erhielten subkutan zweimal täglich 100 Milligramm Anakinra. Nachdem der Zytokin-Sturm nicht ausreichend abgeschwächt werden konnte und ein günstiger Einfluss auf den klinischen Verlauf nicht erkennbar war, wurden die nächsten 29 Patienten zweimal täglich intravenös mit einer Dosis von jeweils 5 mg pro Kilogramm Körpergewicht behandelt. Es kam bei 21 der 29 Patienten 72 innerhalb weniger Tage zu einem deutlichen Rückgang des CRP und zu einer fortschreitenden Verbesserung der Atemfunktion. 5 Patienten, 17 Prozent mussten mechanisch beatmet werden und nur drei Patienten, 10 Prozent verstarben. Die Todesursachen waren Lungenembolie, Ateminsuffizienz und Multiorganversagen. In einer Vergleichsgruppe von früheren COVID-19-Patienten, die noch nicht mit Kindheit behandelt wurden, kam es nur bei acht von 16 Patienten, das sind 50 Prozent, innerhalb von 21 Tagen zu einer Verbesserung der Atemfunktion. Hier musste ein Patient 6% mechanisch beatmet werden und sieben Patienten 44% verstarben. Die Todesursachen waren Ateminsuffizienz drei Patienten, 3% drei 3 und Lungenembolie ein Der Unterschied in der Überlebensrate von 90% in einer Kindergruppe gegenüber 56% unter der Standardbehandlung war mit einer Hazard Ratio von 0,20 und einem 95% Konfidenzintervall von 0,04 bis 0,63 statistisch signifikant. Die Studie deutet erstmals darauf hin, dass eine hohe Dosis des arthritis Medikaments möglicherweise die durch Covid-19 verursachte Überreaktion des Immunsystems blockieren kann. Die Beweiskraft der Studie ist allerdings gering, da sie keine randomisierte Vergleichsgruppe hatte. Es bleibt deshalb abzuwarten, was weitere Studien ergeben werden. Die Behandlung mit anderen Kindern ist derzeit Gegenstand einer randomisierten klinischen Studie an vier Zentren in Italien. Die Anarkina-Dosis ist allerdings mit 400 mg Podil nur etwa halb so hoch wie an der Klinik San Rafael. Die Studie untersucht auch die Wirksamkeit von Imapalumab, einem Antiferon gamma antikörper Ergebnisse der Studie sollen im September vorliegen. Die Autoren der aktuellen Studie halten die Behandlung auch in der hohen Dosis für sicher. Allerdings brachen sieben Patienten, das sind 24 Prozent, die Behandlung vorzeitig ab. Bei vier Patienten war es zu einer Bakteriämie mit Isolierung von Staphylococcus epidermidis gekommen. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie aktuellen Publikationen im Lancet Rheumatology.